Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Gothic. Wolltest du gerade mein Intro kritisieren? Wieder dieselbe Leier, also bitte. Was haben wir denn hier? Ist die Arena, glaube ich, würde ich mal beurteilen. Gut. Was ist das? Ist doch ein Fleischschwanz, eine Ruhe, kann ich mich wohl bedienen scheinbar. Wen haben wir denn hier? Fletcher. Hey du. Wenn du dein Schutzgeld loswerden willst, heute ist nicht der Tag. So, und warum nicht? Weil ich gar nicht da bin. Ach so. Wo bist du denn? Eigentlich bin ich in der Burg am großen Lagerfeuer und trinke ein Bier. Ja. Wie kommt es dann, dass wir beide uns unterhalten? Neck ist verschwunden. Er ist normalerweise für dieses Viertel verantwortlich. Bis er wieder da ist, hat Torus mich hier eingesetzt. Mhm. Weißt du, wo Neck geblieben ist? Nein, und ich werde es auch nicht rausfinden. Wenn einer was weiß, dann die Butler aus diesem Viertel. Aber die Butler reden nicht mit Gardisten. Vor allem nicht jetzt. Denn sie wissen, dass ich diese Drecksarbeit hier verabscheue. Und insgeheim lachen sie sich über mich tot. Ja. Wegen Neck? Ja. Noch nichts Neues. Halt mich auf dem Laufenden. Klar. Warum sammelst du nicht trotzdem Schutzgeld? Kurz bevor er verschwunden ist, hat Neck noch einmal alle kräftig zur Kasse gebeten. Da ist nicht mehr viel zu holen. Nur dann red ich mal mit den Butlern. Den Butlern. Geil. Tag. Hallo. Dich habe ich hier noch nie gesehen. Du bist neu hier, oder? Vor kurzem angekommen. Hast du dir schon überlegt, welchem Lager du dich anschließen willst? Nein. Was würdest du mir raten? Kommt drauf an. Jedes Lager hat seine Vorteile, denke ich. Bis du dir es überlegt hast, kannst du hier wohnen. Ist gerade eine Hütte frei geworden. Danke. Was sind die Vorteile des alten Lagers? Wenn du den Gardisten dein Schutzgeld zahlst, hast du ein ruhiges Leben. Sie mischen sich in alle Kämpfe ein, in denen jemand angegriffen wird, den sie beschützen. Außerdem kommt man nur hier günstig an Außenweltwaren. In den anderen Lagern sind diese Sachen unbezahlbar. Und sonst so? Was ist, wenn zwei Leute kämpfen, die beide Schutzgeld zahlen? Dann sehen sich die Gardisten das in aller Seelenruhe an. Aber wehe, wenn der eine den anderen umbringt, dann ist er selber dran. Was sind hier wertvolle Waren? Alles, was aus der Außenwelt kommt. Brot, Käse, Schinken und vor allem Bier und Wein. Nicht der billige Reisschnaps aus dem neuen Lager, sondern richtig guter Stoff. Für Waffen bekommt man fast immer was und Rüstungen sind richtig teuer. Die Gardisten haben sich die alten Rüstungen der Aufseher unter den Nagel gerissen, nachdem sie sie alle umgebracht hatten. Diese Rüstungen sind sowas wie ihr Erkennungszeichen. Die verkaufen sie nur an ihresgleichen. Da kommst du als Fremder gar nicht ran. Mhm. Ich denke, ich habe genug über das alte Lager gehört. Also, mir gefällt's hier. Und das neue? Was spricht für das neue Lager? Wenn du kein Problem damit hast, wegen einem Stück Brot die Kehle durchgeschnitten zu kriegen, bist du da richtig. Nein, ganz so schlimm ist es nicht. Aber es geht anders zu als hier. Hier sorgt Gomez dafür, dass alles halbwegs ruhig bleibt. Im neuen Lager gibt es kein Gesetz. Die einzigen, die mächtig genug wären, den Laden zu schmeißen, sind die Wassermagier. Und die forschen den ganzen Tag an der Barriere herum. Und die Sektenleute? Warum sollte ich mich der Sekte anschließen? Tja, das fragst du am besten einen, der von dort kommt. Es sind immer einige Novizen im Lager, die können dir sicher eine Menge über die Sekte erzählen. Ich war selbst nie da. Aber nach allem, was man hört, sollen sie sehr großzügig sein. Keines der drei Lager scheint so dringend neue Leute zu brauchen wie das der Sekte. Okay. Welche von den Hütten kann ich für mich nehmen? Die Hütte da oben, mit dem kleinen Vordach, ist frei.
Ja. Danke. Finde ich Navi stets? Das bringt alles nicht, ne? Navi stets. Was genau willst du von mir? Okay, das bringt gar nichts. Die mit dem kleinen Vordach, ne? Hier. Sieht ja gar nicht schlecht aus. Aha. Ja, gut, haben wir ein Haus, ne? Ist schon mal gut zu wissen. Die Buddler. Achso, das bringt nichts. Taurus und Diego. Wie ist das Leben hier? Wenn die Erzbarone dich schicken, sag ihnen, ich will keinen Ärger. Von mir bekommt keiner was zu hören. Ich bin zufrieden mit dem, was sie uns geben. Niemand schickt mich. Ich bin neu hier. Ein Neuer. Neue kriegen hier immer schnell Ärger. Ich will in nichts reingezogen werden, klar? Ja, ja. Ich will mehr über dieses Lager erfahren. Dann solltest du mit den Schatten reden. Sie können dir noch am ehesten sagen, was du wissen willst. Aber sei vorsichtig. Den meisten von ihnen kannst du nicht trauen. Mhm. Ich will bei euch mitmachen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du freiwillig in den Minen schuften willst. Einer wie du kann schon bald in der Burg leben. Ja. Das bringt gar nichts. Nee. Ich muss einen Butler finden, der irgendwie einen besonderen Namen hat, glaube ich. Ist das denn Schuppen? Bei Guy hätte ich ja gerade so auf Anni vorher noch gedacht. Ah, der ist es. Aber ist nicht der Fall. Nee. Buddler. Uno. Ich dachte, das wäre schon mal gut. Wie es aussieht, beherrschst du dein Handwerk? Bisher hat sich noch niemand beschwert. Aber das will ich auch keinem raten. Jeder Pisser hier braucht ein Schwert. Und das kriegen sie von mir. Ja, dann. Wie lange brauchst du für eine Klinge? Kommt drauf an. Ein einfaches Schwert mache ich dir schneller, als deine müden Augen zuschauen können. Vorausgesetzt, du motivierst mich mit einer entsprechenden Bezahlung. So ein Spinner wie der Whistler muss aber meistens länger auf sein Schmuckstück warten. Wieso? Bezahlt er nicht gut? Doch, ganz im Gegenteil. Für sein letztes Schwert hat er 150 Erz locker gemacht. Irgendwie hat der Typ ein Faible für Ornamente und so ein Weiberkram. Und das hat natürlich seinen Preis. Hey, du bist ganz schön neugierig, Freundchen. Pallapapp. Na, Schmied, wie läuft das Geschäft? Was geht dich das an? Vielleicht habe ich einen Auftrag für dich. Ach ja? Was denn? Ich überleg's mir. Komm wieder, wenn du was brauchst und geh mir nicht auf die Nerven. Vielleicht bin ich auch einfach nur vom Finanzamt und will wissen, wie der Jahresabschlussbericht so aussieht. Ich würde mich selbst gerne mal in deiner Schmiede versuchen. So. Aber glaub nur nicht, dass du tolle Klingen herstellen kannst. Was muss ich tun? Okay. Nimm den Rohstahl und halte ihn ins Schmiedefeuer. Dann musst du den glühenden Stahl am Amboss schmieden. Stecke dann die glühende Klinge dort drüben in den Wassereimer, um sie zu härten. Am Ende muss die abgekühlte Klinge noch am Schleifstein geschärft werden. Verstehe. Allerdings brauchst du dafür ein paar Sachen. Ich kann sie dir verkaufen. Mhm. Ich möchte Dinge fürs Schmieden kaufen. Genau. Oh, 40! Glühende Klinge. Oh, Stahl. Also ich müsste die in den Feuer halten, am Amboss schmieden und dann habe ich im Feuer, das habe ich am Amboss.
Nee, das ist Amboss und dann kommt Wasser und dann kommt das hier. Das Ding ist, es lohnt sich nicht und ja. Dementsprechend brauche ich das nicht. Ist das? Gut, na. So. War doch klar, dass das ist. Der gibt auch nichts Interessanteres an Dialogen ab. Warte, gerade jemand in dem Raum. Hey, du. Ja, du. Hey, du. Hi. Bleib aus den Hütten draußen. Klar. Die immer so aggressiv reagieren, ne? Also. Verstehe ich aber nicht. Das war der Schattenbuddler. Ein Buddler der Käse ist. Na. Na. Was schaffst du? So. Auf den Dächern ist ja immer noch die zweite Welt. Aber. Wirklich viel? Ist ja auch nicht. Der letzte Scheiß. Alter, das ist der letzte Scheiß hier oben. Was ist das denn? Ach, das ist das. Nichts mehr! Okay. Also hier weiß auch gerade keiner Bescheid. Kann ich hier runter? Bestimmt. Hier bin ich wieder. Ah. Was haben wir hier? Kirgo. Ich fordere dich zum Kampf in der Arena. Ach, du meinst. Ich fordere dich zum Kampf in der Arena. Was? Aber ich habe gerade keine Lust zu kämpfen. Lass uns doch lieber ein Bier zusammen trinken. Und erzähl mir was von draußen. Okay. Okay, gib mir ein Bier rüber. Hier, nimm. Oh, danke. Ich fürchte, von draußen kann ich nicht viel erzählen. Sie haben mich fast 2 Monate in einem dunklen Loch gefangen gehalten, bevor sie mich hereingeworfen haben. Schade. Na, was soll's. Hey, für 2 Monate Kerker siehst du aber noch ziemlich gut aus. Ich werde zusehen, dass das so bleibt. Warum willst du dann unbedingt gegen einen von uns antreten? Ich will Anerkennung im Lager finden. Bei Sketty, meinst du? Er ist einer der einflussreichsten Leute hier im Außenring. Wenn du mich besiegst, könnte ihn das schon beeindrucken. Aber wenn du ihm richtig imponieren willst, müsstest du Karim umhauen. Ich fürchte nur, er ist viel zu gut für dich. Falls du immer noch gegen mich kämpfen willst, sag mir Bescheid. Aber ich werde dir nicht gerne die Fresse polieren. Noch nicht, ich will erst vorher speichern. Hä? Ach Gott, ich das schon. Lass uns kämpfen. Lass uns kämpfen! Dabei? Folge mir. Ich noch. So, dann wollen wir mal. Möge der Bessere gewinnen. So, extra hier gespeichert, ne? Versuch das nicht nochmal! Klar! Ein Hit. Das auf jeden Fall, also... Was hast du mit der Waffe vor, Mann? Du lernst kämpfen. Hallo? Lass uns kämpfen. So. Hallo? Versuch das nicht nochmal! Also das lohnt sich nicht, ohne Rüstung zu kämpfen, weil ganz ehrlich, wenn ich mit einem Hit weg bin, dann macht das auch keinen Spaß. Das ist wie in Skyrim mit dem Drachen. Das lohnt sich nicht. Waffe weg! Endlich die Scheißwaffe weg! Waffe weg! So. Da hast du noch mal Glück gehabt. Ja, ja. Mir auch. So. Ein Schlag und man ist tot. Also ganz im Ernst. Also das ist doch nicht deren eigener Ernst von Piranha Bytes. Man darf auch nicht alles. Dachchen! Was machst du auf dem Feuer? Ich frag lieber nicht.
Noch mehr Brutalan. Absolut. Sind wir da hinten? Nein, Butter, der in die Ecke winkelt. Was haben wir hier? Das weiß ich gerade nicht. Wo ist er denn hier? Mordrock. Achso. Was haben wir hier? Gardist. Torwache. Das ist der falsche Ausgang wohl. Und dann haben wir hier Open Buddler Buddler. Bringt auch nichts. Hier, das bringt mir gar nichts. Ich muss den anderen Eingang wieder finden. Oh, da sind ganz viele Pilze. Seht ihr das? Ist nicht schlecht. Sklavenbrot, ja. Wahrscheinlich schmeckt das auch so. Höllenpilz oder Höhlenpilz, was? Höllenpilz, ah ja. So, wie viele sind das? 3. So. Ich brauche dringend Rüstung. Damit sowas nämlich nicht passiert. Eigentlich müsste ich Pulling machen in diesem Spiel. Pulling aufs Extreme, was man in Gothic eigentlich immer machen muss. So. Ich glaube, das dürfte genügend sein, oder? Au, 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 au. Na, ich hätte die lieber auf einer geraden Linie. Ich habe doch dieses schlechte Gefühl schon geäußert. Das ist halt so richtig unnötig dann. So. Komm näher, mein Klein. Ich dachte näher. Das macht keinen Spaß. Wirklich, das macht... So macht es keinen Spaß. Ich könnte 1 Milliarde Mal besser sein, wenn mein Charakter treffen würde. Einen nur... Mit 2 Pullen ist unnötig. Wirklich, das ist die Kernfehlkompetenz hier. Dass ich nicht treffen kann. Was nicht an mir liegt, um das mal ganz wichtig klarzustellen, sondern an dem Kack-System. Und ich kann hier ganz eindeutig sagen, es ist ein beschissenes Drecksystem. Wie das funktioniert. Dieses Kämpfen hier.
Einen pullen, einen. So. Dann auch so. Waffe wird irgendwie erst beim 10. Mal Leertaste drücken gezogen. Ich bin mir nicht sicher, aber es könnte sein, dass ich das ganze Let's Play im God-Modus demnächst spielen werde. Einfach nur, damit ich mich auf die Story konzentrieren kann. Ich denke, das werde ich ab der nächsten Folge machen. Ja, bis dahin, tschüss. Ab demnächst geht's im God-Modus weiter.